Viel Sonnenschein, wenig Regen, was sich für viele nach einem schönen Sommeranfang anfühlt, sorgt in Teilen Deutschlands für Waldbrandgefahr. Im Osten war der Mai so trocken wie selten. Die Folgen sind bereits sichtbar. Am Wochenende brach ein Feuer am Königsberg im Harz aus. Es ist inzwischen unter Kontrolle. Anders in Brandenburg, auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog, südwestlich von Berlin, brennt es seit letzter Woche. Und es gibt noch immer keine Entwarnung. Der Rauch ist weithin sichtbar. In weiten Teilen glimmt und krokelt es vor sich hin. 10 Hektar stehen laut Feuerwehr aktuell in Flammen. Seit Tagen brennt es hier auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Gestern Abend schien sich die Lage etwas beruhigt zu haben. Dann hat der Wind aus Osten dermaßen extrem zugenommen. Also das war wirklich Sturm schon, dass das Feuer so doll entfacht wurde und in die vorhandenen Kiefern reingegangen ist. Und innerhalb von 30 Minuten 500 Meter weit gerannt ist. Das Problem auf dem Truppenübungsplatz: liegt überall Munition. Das macht die Löscharbeiten schwierig. Die Feuerwehr kann nur auf beräumten Wegen fahren und von da aus löschen. Brandschutzstreifen, also Zonen, in denen alle Sträucher und Bäume entfernt worden sind, wurden zusätzlich bewässert, um das Feuer aufzuhalten. Bisher, so die Stadtverwaltung, müssen sich die Anwohner keine Sorgen machen. Wir haben keine Ortschaften in Gefahr, keine Menschen in Gefahr. Wir haben eine Fläche, die brennt, ist nicht schön, eine große Fläche, die brennt, aber eben keine Ortschaften und keine Menschen. Die Wettervorhersage aber bereitet Sorge. Es soll weiter warm und trocken bleiben. In der Nähe dieser Brände ist mein Kollege Ludger Smolka. Große Flächen, die da brennen, aber man kann nichts tun wegen der Munition, die da liegt. Heißt das, man muss sich dem Schicksal fügen? In der Tat sind es 326 Hektar, von denen die Einsatzleitung jetzt spricht, die betroffen sind, aber tatsächlich brennen. Man sieht es hinter mir im Hintergrund, vielleicht sind es 10 bis 11 Hektar. Also es ist keine große Fläche wirklich. Trotzdem sagen die Feuerwehrleute, sie können dort nicht reingehen. Sie können dort nicht mit Wasser die Brände bekämpfen, denn das Gebiet ist munitionsbelastet und das heißt, es besteht wirklich tatsächlich Lebensgefahr. Und man hört auch immer wieder laute Kanonenschläge, laute Schläge, wenn Munition eben hochgeht. Deswegen hat man sich hier dafür entschieden, wir haben es gerade im Beitrag gehört, dass eben Schneisen geschlagen werden. 50 Meter breite Schneisen, auch jetzt gerade im Süden dieses ehemaligen Truppenübungsplatzes wird gerodet, weil man gesagt hat, wenn wir schon nicht rein können, dann soll das Feuer nicht zu uns heraus können. Heißt, man lässt es tatsächlich kontrolliert abbrennen. Man hat mir gesagt, seitens der Einsatzleitung, man muss sich das so vorstellen, wie tatsächlich in den großen Waldgebieten von Spanien und Portugal, da hat man das auch gemacht. Das sei möglicherweise auch hier in Brandenburg jetzt eine Perspektive für die Zukunft, weil man eben nicht so viele Feuerwehrleute, weil man nicht so viele teure Löschflugzeuge hat, um den Brand anders bekämpfen zu können. Und die sind ja auch teuer. Und es brennt ja auch nicht das erste Mal auf diesem Truppenübungsgelände. Wie sehen die Menschen in der Region das? Das ist richtig. Und das ist auch nicht der einzige Brandort. Also hier hat es schon öfters in verschiedenen Regionen gebrannt im Land Brandenburg. Tatsächlich sind die Leute hier am Rand dieses Truppenübungsplatzes, aber auch anderswo, natürlich an Waldbrände gewöhnt. Sie gehen damit sehr gut um. Sie wissen genau, wo sie sich informieren können. Sie werden auch informiert, so es denn die Lage erfordert. Aber tatsächlich, wenn man dann etwas weiter weggeht, nach Potsdam zum Beispiel, oder wenn man Berliner fragt, die eben an der Autobahn vorbeifahren, die sind dann schon auch manchmal panischer, wenn sie eine große Rauchsäule sehen, rufen dann auch in den Städten an und sagen, habt ihr schon gehört, da brennt es bei euch. Also je weiter weg man von so einem Brandherd kommt, da ist man dann schon aufgeregter, aber die Leute, die Dörfer auch hier in der Gegend, die geht damit sehr konzentriert um. Liegt auch daran, dass natürlich viele freiwillige Feuerwehren hier aus dem direkten Umkreis mit Leuten bestückt sind, die eben auch aus dem direkten Umkreis kommen. Trotzdem bei aller Gelassenheit, wie groß ist die Gefahr, dass der Brand, diese Brände außer Kontrolle geraten könnten und zur Gefahr für Menschen werden? Tatsächlich ist das eine gute Frage, denn von Kontrolle will hier tatsächlich niemand reden. Trotz dieser breiten Schneisen hat mir der Einsatzleiter gesagt, er hat es auch schon erlebt, dass bei einer entsprechenden Windlage das Feuer über diese Schneisen hinüberspringen kann und das innerhalb von Augenblicken passiert. Also man guckt weg, guckt rüber und dann brennt es auf der anderen Seite. Die sind sehr breit tatsächlich, diese Schneisen, und sie werden auch bewässert. Aber er hat gesagt, das ist eine Gefahr, die besteht, die ist vielleicht nicht riesengroß. Aber wenn die Wetterlage, die Windlage vor allem entsprechend ist, dann muss man da ganz genau hingucken, hat er mir gesagt. Ludger Smolka, vielen Dank.